So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben hier was ganz Besonderes vorbereitet, und zwar die Rasslers Burger Edition, ne? Ich gehe nämlich immer mit Pupsi in den Rewe einkaufen und da gucken wir immer mal, was es so gibt. Und ich als richtiger Sparfuchs gucke immer durch die Regale, wo ist ein Reduziertschild dran? Denn meistens werden ja Sachen reduziert, die keiner kauft, weil die so speziell und eigen sind, wie der Algensalat damals. Ich glaube nicht, dass von der Community jeder Algensalat isst, vielleicht nur so 20% aller Leute, die sagen, sie gönnen sich öfters mal einen Algensalat. Jetzt siehst du bei der reduzierten Ware öfters mal was, wo du sagst, das kenne ich ja gar nicht, das nehme ich mal mit, das teste ich mal. Wow, ist das genial, kostet sonst aber 1 Million Euro, also warte ich extra, bis es reduziert wird, aber durch die Reduktion bin ich erstmal auf den Trichter gekommen, dass es das gibt, ja? Ihr müsst verstehen, ne? Ich habe nur dieses eine T-Shirt, deswegen muss ich auch warten, bis es reduzierte Ware gibt. Wir haben jetzt aber die Rustlers Edition, denn was es im Rewe gibt, neben den ganzen Billigburgern, die mir richtig gut schmecken, weil ich mir nichts anderes leisten kann. Spaß. Nein, gibt es natürlich die Rustlers. Drei verschiedene Sorten. Die haben jetzt alle hier aufgeführt. Guckt euch das an. Die wollen wir heute alle mal testen. Ich glaube, ich habe noch nie bei Ramses Kitchen Rustlers Burger gehabt. Es gibt nämlich den Klassiker, steht auch hier drauf: Rustlers The Classic Quarter Pounder. Das ist der Quarter Pounder von Rustlers. Es ist ein Classic, ja? Mit Cheese. Und our Signature Sauce. Und 100% British und Irish Beef. Also britisches und irisches Beef mit Signature Sauce und Cheese. Der Quarter Pounder. Dann habt ihr, was darf nicht fehlen? Natürlich ganz normal, Flamed Grilled Rasslers Cheese Twin Pack. Also der Käse-Doppelpack, zwei Cheeseburger mit Signature Soße. Jetzt denke ich mir, was ist jetzt der Unterschied? Ich meine, der Quarter Pounder hat Signature Soße. Die Cheeseburger haben Signature Soße. Der Quarter Pounder ist mit Cheese. Die Cheeseburger sind mit, wer kann es erraten? Genau. Auf jeden Fall, ja, vielleicht ist das kein British-Irish Beef. Die sind auf jeden Fall beide bis 13.04. haltbar. Heute ist der 11., das passt noch. Fully traceable to the farm of origin. 30%. Und dann, was darf nicht fehlen, in der ganzen Konstellation natürlich noch Chicken. Es gibt noch Chicken Burger von Rasslers, zu gut für weg, ne? Made with 100% Chicken Breast, a source of protein. With lightly pepperette, kann ich nicht lesen. Müssen wir mal abmachen hier diesen komischen, kannst du nicht abmachen. Steht das nochmal irgendwo? Chopped and shaped with a southern fried bread bran coating in a sesame seeded bun with a zest of lightly pepperette mayonnaise. Also, das ist der Hähnchenburger, der halt Hähnchenfleisch hat, 100% Brust vom Huhn und Pfefferrot-Mayonnaise als Soße. Die wollen wir jetzt alle aufmachen. Da wollen wir jetzt mal probieren von jedem. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten hier reinpackt fürs Thumbnail. Einfach hier so den ganzen Karton hoch. Schön, dass man die 30% sieht und sich dann sagt, das ist hier, guck, das ist alles Rasslers. Kannst du nicht erkennen. Was noch wichtig ist, was ich immer gerne zu Burgern esse oder zu Pizza esse oder zu Toast esse oder zu allem anderen, sind Pfefferonen, und zwar diese. Deswegen werde ich mir auch schon mal ein Gläschen Pfefferonen zurecht machen, die ich hier reinpacke. Pfefferonen, die kann man nämlich schön dazu essen. Da braucht ihr auch nicht nochmal irgendwas anderes drauf. Die sind einfach schön frisch aus dem Glas. Die sind schön in so Essigzeugs eingelegt. Nicht ölig, aber essig. Und dann haben die eine kleine Schärfe und die sind einfach total genial. Die feiere ich übelst. Guckt euch die doch an. Und die tropft auch noch mega. Und da hat sich noch so eine Rode mit reingeschlichen. Das feiere ich. Im Kaufland 89 Cent für so ein Gläschen, wo du überall woanders 1,30 bis 1,60 oder irgendwas bezahlst. Aber die schmecken und die sind auch relativ günstig. Guckt euch das an. Die Schale hier. Pfefferon zu den Burgern. Die Burger wollen wir jetzt mal aufmachen. Wollen dann mal schauen, welcher wie schmeckt. Ob ich mir überhaupt merke, welcher ist, ja. So, als allererstes haben wir nämlich hier den Quarter Pounder. Den können wir euch mal so zeigen.
Da ist ja auch nochmal alles extra drin. Das ist halt wirklich einfach nur hier so ein Burger mit dem Rindfleisch, was ihr dann so drauf macht. Den werdet ihr so einfach erhitzen. Und erst wenn der fertig ist und rauskommt, packt ihr den Käse drauf, packt die Soße drauf. Dann haben wir hier den Cheese. Und guckt euch das an. Der Cheese, der sieht im Prinzip genauso aus. Einfach so. Hier der Käse. Hier die Soße, das ist ja die gleiche Soße und das Fleisch, ja ich weiß nicht, das Fleisch sieht theoretisch auch gleich aus. Also man könnte denken, es ist genau das gleiche, nur der ist halt größer, weil es halt der Quarter Pounder ist. Und dann haben wir natürlich noch das Hähnchen. Das Hähnchen kommt frisch aus der Packung mit so einem komischen käsigen Teil. Das sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Und dieser Mayonnaise Pepperett. Das packen wir jetzt alles in die Mikrowelle und gucken mal, wie es aussieht, wenn es rauskommt und fertig ist. Adi, Schatz! Alles Gute! So, die Burger sind jetzt fertig. Pfefferonen sind fertig, hier sind die Burger, da ist der Ramses. Wir wollen jetzt mal anfangen mit, ich glaube, wir fangen mal mit dem ganz kleinen Cheese an, ja. Das ist jetzt also der Teller, ich möchte ihn ja jetzt immer nehmen. Ihr habt also den Cheeseburger von Rasslers, wo jetzt hier diese Soße drauf ist, wo der Käse drauf ist, wo das Fleisch drauf ist und die Soße habe ich jetzt oben unten auf das Brötchen gemacht. Beißen wir mal so rein. Und es fällt sofort auf, dass diese Signature-Soße mich immer irgendwie so stark an Big Mac erinnert. Wenn ich da reinbeiße, ich denke jedes Mal, ich habe einen Big Mac in der Hand und esse einen Big Mac, obwohl das natürlich viel kleiner ist. Das Fleisch ist auch immer ganz besonders bei Rustlers. Du hast eben wirklich diesen Unterschied zwischen den Rustlers-Burgern und den ganz normalen Billig-Burgern. Wenn du das Fleisch mal probierst, wenn du in das Fleisch reinbeißt, das lässt sich schon ganz anders kauen. Also jetzt gerade wieder total kalt, weil ich für die Mama noch zurecht gemacht hatte, so, weil ich nehme das gerade Montag hier auf. Ich sage, komm, es sind immer zwei drin, du kriegst immer die zweiten. Es sieht auf jeden Fall ganz interessant aus, oder? Dafür, dass es ein Fertigburger ist, bei allen anderen habt ihr immer keine Soße und nichts dabei. Hier habt ihr trotzdem diese Soßen oben unten, die machen auf jeden Fall schon einen guten Geschmack. Wie es jetzt schmeckt mit Pfefferonen, probieren wir auch mal, immer eine Pfefferone dazu essen. Das vermischt sich so gut, das schmeckt so herrlich. Ich liebe Pfefferonen, ich muss immer Pfefferonen überall dazu essen. Damit wir direkt jetzt mal den Vergleich haben, von dem Cheese zu dem Quarter Pounder, ist der Unterschied wirklich nur die Größe. Beißen wir jetzt gleich mal in den Quarter Pounder, der auch einfach nur Soße oben hat, Käse drauf, da ist das Fleisch und unten auch wieder Soße. Es dürfte jetzt also eigentlich genau der gleiche Geschmack sein. Schmeckt auf jeden Fall ähnlich, aber trotzdem irgendwie ein bisschen anders. Kann aber auch daran liegen, dass ich den großen alleine zum Schluss gemacht habe und der noch wärmer ist als die zwei kleinen. Und deswegen der Geschmack nochmal anders präsentiert wird. Trotzdem merke ich jetzt nicht diesen großen Unterschied. Du könntest also auch statt einen großen für, sagen wir mal, 3 Euro dir zwei kleine für 4 Euro holen. Dann hättest du auf jeden Fall mehr, weil wenn du die aufeinander packst, ne? Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Wir probieren den jetzt auch mal hier mit Pfefferon, wie das mit Pfefferon schmeckt. Komischerweise hat sich zum ersten besser kombiniert als zum zweiten. Also kauft lieber Cheeseburger. Lasst den Quarter Pounder weg. Kauft euch Cheeseburger, bevor ihr viel ausgebt für einen. Gebt halt ganz wenig mehr aus für zwei, dann habt ihr insgesamt auch mehr Masse. Von zwei kleinen werdet ihr bestimmt auch mehr satt als von einem großen. Und die Pfefferonen passen besser dazu, obwohl der sogar eben warm war noch und das andere eher kalt. Aber vielleicht, weil die Pfefferonen auch kalt sind, passen sie besser zu dem anderen kalten Zeug. Wir haben noch den Chicken übrig.
Und beim Chicken bin ich eh immer so ein bisschen, eigentlich bin ich Chicken-Fan, aber das Chicken-Fleisch ist auf jeden Fall besonders, das ist spezial. Und ihr habt hier halt auch diese klebrige weiße Mayonnaise drauf, auf diesem sehr hellen Cornflakes-Fleisch, aber es ist kein Cornflakes-Panadenfleisch. Der wirkt auf jeden Fall am ungesündesten von allen dreien, obwohl es Chicken ist, dadurch, dass das halt so eine Mayonnaise-Creme ist. Was aber eigentlich gut zum Chicken passt. Bei Maggas packen sie auch immer weiße Soße drauf. Probieren wir mal, ich glaube, die Pfefferonen passen da gar nicht. Und beim Chicken merkst du schon, das wird immer mehr im Mund, immer mehr im Mund. Gerade durch diese Panade ist es auch ein bisschen mehlig alles. An sich ist der Geschmack interessant, aber ich finde, von den dreien ist das der schlechteste und kann man mal zwischendurch essen zum Probieren wirklich, aber bevor ich mir dann so ein Doppelpack hole, hole ich mir lieber so ein normales Chicken Burger Doppelpack, wo gar nichts drauf ist, nur Chicken und mache mir selbst Knoblauchsoße drauf. Ich glaube, das mundet mehr, da fehlt auch diese komische Panade draußen, die halt alles wirklich nochmal sehr mehlig und trocken macht, aber auch hier wollen wir eine Pfefferone dazu probieren. So, anders als gedacht, wertet die Pfefferone den ganzen Burger sogar noch ein bisschen auf. Aber ist trotzdem vom Geschmack her irgendwie nicht so der Bringer. Da gefallen mir die anderen zwei besser, obwohl der Quarter Pounder trotzdem nicht ganz so cool rüberkam wie der normale, wie das Cheese Double Pack. Meine Empfehlung wäre also ganz klar von Rustlers das Cheese Double Pack zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es sonst noch andere Burger von Rustlers gibt. Was kennt ihr für Burger von Rustlers? Was habt ihr noch gesehen? Ich glaube, Rustlers Rib Burger, Rib Steak, so ähnlich gibt es auch irgendwas. Hatte ich einmal gesehen, seitdem nie wieder. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal probiert? Bei uns im Rewe Sender. So sieht der Teller jetzt aus. Sieht irgendwie sehr interessant aus, weil da jetzt hier in der Mitte überall was fehlt. Das ist jetzt so abgebissen. Den Rest esse ich natürlich jetzt noch, gemütlich, mit meinen Pfefferonen. Die kannst du jetzt hier in die Mitte stellen. Zack, wie bei Tortillas hier einfach die Dips in die Mitte gestellt. Der Adi sitzt am Toaster. Ich glaube, der will gerade Toast machen. Der ist, traut den Burgern auch nicht so richtig. Ansonsten war das der große Rustlers-Test. Der war gar nicht so groß. Aber im Endeffekt sogar ein bisschen enttäuschend, weiß ich nicht. Dafür, dass sie immer so teuer sind, lohnt sich wirklich eigentlich nur, dieses Cheese Double Pack zu kaufen. Die schmecken gut, die sind wunderbar durch diese Soße. Der Käse passt auch, das Fleisch passt auch. Das ist auf jeden Fall was Besonderes, was von den ganz normalen eingeschweißten Burgern sich abhebt, die ihr sonst daneben findet. Aber muss jeder selber wissen, schreibt mir eure Erfahrungen zu Rustlers unten in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, zieh mal die rote hier noch weg, dass sie die anderen nicht ansteckt, sonst wären die auch noch rot. Euer Ramses. Ja, schmeckt nach Luft, ne?